Tag 22. Höhlenforschung. Nachdem wir die Flügelpigmen gerettet haben, werden die uns jetzt schön weiterbringen, um in der Höhle uns mal umsehen zu können. Denn da war ja eine Wasserstrecke, die ich so nicht hätte überwinden können. Aber ich bin mir ziemlich sicher, die Flügelpigmen können's. Beim Fluss der Veränderung. Ah, ich sehe ja schon wieder so viel Zeug zum Einsammeln. Erstmal wieder abschütteln, ich nehme zwei Anführer mit. Dann brauche ich eigentlich nur Flügelpigmen. So dumm das eigentlich auch klingt. Aber die anderen können ja eh nicht übers Wasser. Und dann werde ich mir jetzt gleich nochmal hier ein bisschen was verdienen. Gut, da reicht eins. Da reicht ja auch eins, ja logisch. Und ganz da oben war auch noch eins. Genau. Nach diesen kleinen Aufräumarbeiten kannst du dann gleich losgehen. Aber ich lasse mal lieber ein paar in Reserve, falls mir doch mal der ganze Pigmentstamm ausstirbt. Was ist dann eigentlich? Das ist eigentlich eine gute Frage, ne? Wenn mir alle draufgehen, ich lasse mal 10 hier, dann habe ich ja keine mehr, die mir neue sammeln können. Ich könnte höchstens noch welche durch irgendwelche Pflanzen umwandeln, was ja auch geht. Aber ansonsten wäre ich doch ziemlich angearscht. Hm, merkwürdig. So. Ach, komm. Ach, 5. Ich kann nicht widerstehen. Ah, wird noch einen kleinen Moment dauern, bis ich zur Höhle komme, fürchte ich. Ja, jetzt brich ich auseinander. Oh, vom Farbwechsel. Die sind echt schwächer. Die sind wirklich schwächer. Also nicht vom Tragen her, das können die Viecher genauso. Aber rein von der Power her haben sie nicht so viel drauf. Dann könnte ich ja nochmal 5 zurückschicken. Jetzt kommen ja nochmal 5 raus. Haben wir 15 auf Reserve, das passt schon. Alle Anführer wollte ich nicht, sage ich immer. Ach, die ziehen gleich raus für mich, wie praktisch. Gut. Dann nehme ich mal die Bagage mit. Der letzte Flügelpigment will nicht so richtig. Na gut, müssen wir es halt so machen. Ach nee, wir haben 2 Anführer mit. Ja, 2 Anführer, ja. Brauche ich aber nicht. So. Jetzt geht die Rose-Reise weiter. Na komm, das schaffen wir noch. Nein. Hm. Toll, abwarten. Jetzt. Ich frage mich, ach, da oben ist die Frucht. Genau, die haben wir letztens ein bisschen... Naja, da haben wir unser paar Pigment verloren. Also ich frage mich wirklich, ob ich mit dem 40 Pigment da so groß was reißen kann. Ich schätze mal, ich werde es rausfinden. Jetzt habe ich ja nur noch 35, weil ich echt vorhabe, mal zu gucken, was ist da drinne. Na los, Jungs, zieht mal ein bisschen kräftiger. Schon wieder eine Zeitverschwendung, ich weiß, aber... Und eine Frucht, wie viel braucht man da? 3. Reicht, sehr gut. Also noch 37. Soll ich das auch gleich mitnehmen? Ja, schade schon nicht. 36, ich weiß, ich habe immer weniger. 35. Aber ich will die ganzen Ressourcen auch nicht hier liegen lassen. So, rein da. Okay, ich kann sogar richtig tief ins Wasser rein mit den Jungs. Mit ihren Anzug. Heute Nacht habe ich einen schrecklichen Traum. Riesenkrieger, Zwiebel. Ach ja, wenn man besiegt wird, wird man ja von den Pigmen wirklich zur Zwiebel getragen. Man wird aber nicht gleich verwurstet. Also, es kann ja sein, dass man dann selber gleich zum Pigmen umgewandelt wird. Nein, das ist nicht der Fall. Ach, die Spinne. Kommt man hier unten runter oder bleibt man da hängen? Also ich glaube, die Pigmen würden da schon hängen bleiben. Da sind aber gleich Bären. Hm, könnte ich gebrauchen. Ja gut, ich hau mal das Motivationsspray bei den Pigmen rein und dann werde ich hier mal ein bisschen Remy Demi machen. Zack. Ich will von den Viechern nicht so viel verlieren. Was, die lebt noch? Das war's. Sehr gut. So, die Spinne will nach Hause getragen werden.
Und jede Menge Bären. Jetzt nur die Frage, ich habe gedacht, hier geht es im Level groß weiter. Ich müsste wahrscheinlich doch über das andere Blatt tiefer gehen. Hm. Also der Tag ist noch nicht verschwendet und vorbei. Ich glaube, ich weiß, wo es weitergeht. Die Viecher lassen mal in Ruhe. Die sehen zwar stutzenhässlich aus, aber haben es doch ein bisschen drauf. So, wieder zur Basis sammeln, Jungs. Da kann ich auch gleich die andere Frucht jetzt mitnehmen. Ach, eine Freude. Die Pikmin-Armee wächst und unsere Vorräte auch. So will man das haben. So, der Körmel macht mal wieder seinen Job. Ist ganz gut. Also, der könnte wirklich auf dem Bauernhof Gemüsezieher werden. Ich glaube, dafür eignet er sich hervorragend. So. So, jetzt lassen wir mal die Brittany hier. Und nehmen den Körnel mit. Und jetzt müsste es ja da weiter flussabwärts gehen. Ins Unbekannte. Oh, da gibt es jede Menge zurück. Ah, da komme ich ja noch nicht hin. Da konnte ich eh noch nicht hin. Nein, warum mache ich das? Das haben wir ja letztens schon festgestellt, dass ich da nur auf dem Rückweg hinkomme. Oder unter der Brücke lang. Da müsste es eigentlich auch noch eine Blattverbindung geben. Ah, okay. Erstmal geht's hier lang. Das andere kann ich mir ja später mal auf der Karte angucken, wie ich da hinkomme. Erstmal neue Gefilde. Spannung. Ein Baumstumpf. Super. Olimar muss dort oben sein. Ja, ich bin gespannt. So, alle mitkommen, Jungs. Ja, wir genau zielen. Diese dämlichen Spinnen, die haben ja vorhin so viel gekostet, dass ich jetzt wirklich schon ein bisschen Respekt für den Vieh habe. Denn meine Pikmin haben jetzt wirklich nicht so die Maßen Power, die Flügel Pikmin. Ja, komm, kein weiter, Körnel. Ach, die frisst ganz schön weg. So, da ruht sie sich wieder aus. Ein Drittel haben wir schon. Aber wir haben schon einige verloren, das ist aber nicht so tragisch. Man muss Verluste machen, um zu gewinnen oder so ähnlich. So, ich habe auch nur keine Ahnung, wo die Beute da nun hingetragen werden. Denn ich denke mal, die werden das nicht auf dem Flugweg machen. Flügelpinguine sind keine guten Kämpfer. Hm, das habe ich jetzt auch gerade mitgekriegt. Nur leider habe ich jetzt nicht mehr groß die Wahl. Ich würde ja gerne mich wieder zurückziehen. Ach, hier ist die Schachtel. Na, superb. Perfekt. Damit haben wir uns gleich den Weg geebnet und können uns mal ein paar kämpfende Pikmin mitnehmen. Das heißt, ich werde jetzt auch nur noch ein paar Flüge Pikmin mitnehmen, nicht mal den ganzen voller Einsatzgedöns. Nehmen wir mal 20 mit. Na, sagen wir mal 15 nehmen wir mit. Die haben genug zu transportieren und nehmen jetzt erstmal Rot mit. Vielleicht noch. Ach. Ist immer noch besser, ein paar Felspikmin mit dabei zu haben. Eigentlich gelb auch. Man braucht alle mal. So, jetzt müsste ich auf der Karte wieder navigieren, wo es lang geht. Also, ich könnte. Da fangen die Blätter an. Ich könnte da aufspringen. Nee, das ist die andere Seite. Ich muss ja hier lang. Das heißt, da kann ich nirgends raufspringen. Aber selbst wenn, da würde ich halt nur da zur Küste kommen. Wie mache ich denn das am besten? Verstehe ich gerade nicht wirklich. Gucke ich mir gleich nochmal an. Genau, ich will ja ursprünglich da rein. Da liegt die andere Tasche. Und das heißt, ich muss dem Flussbett folgen und habe eine Chance, da hochzukommen, indem ich hier rauf springe.
Na gut, die ganzen Früchte lasse ich jetzt mal wieder liegen. Hilft dir nichts. So, und jetzt müsste ich gleich an das Ufer getragen werden. Hoffe ich zumindest. Da möchte ich hin. Da macht er aber keinen Halt. Und so weit kann ich auch nicht werfen. Okay, Muss ich erstmal das neue Gebiet wirklich erkunden. Und dann kann ich ja später wieder sammeln. Ich habe jetzt erstmal genug Pikmin. Obwohl ich schon ein bisschen geil, sag ich mal, bin auf die ganzen Früchte, die da sind. Weil jeder will eine große Pikmin-Armee haben, der Pikmin spielt. Ist doch klar. So. Und hier soll irgendwie der Louis sein. Jetzt können wir auch die Spinne einsammeln. Das können jetzt wirklich mal die Flügel Pikmin machen, nachdem wir so viel von denen verloren haben. Kostet uns ja nur 3. Auch noch 3. Da haben wir wieder Motivationsbären. Ah, die bräuchte ich eigentlich mehr. Och, Gegner. Alles kein Problem. Da haben wir da echt schon Pikmin verloren. Sah gerade so aus, ne? Mist. So, wir haben alle. Obwohl, ich könnte ja wirklich mal ein paar Bären sammeln und den Körner hier als Überwachung da lassen. Hier braucht auch noch ein paar. So, jetzt den Körner lassen wir jetzt hier. Der kann den ganzen Prozess mal überwachen und den restlichen gehen wir die Wand einreißen. Oh, was ist denn das Großes? Ich glaube, ich werde heute nicht mehr so weit kommen. Denn die Wand braucht ein Stück und das neue Gebiet dahinter, das würde ich dann vielleicht alleine erkunden wollen. Also nicht alleine im Sinne von, ich mache die Kamera aus, sondern ohne weitere Pikmin. Vielleicht kann ich Bilder in die gleichen Paar abfangen, die da wieder abhauen wollen. Dann braucht der Körner nicht so viel sammeln. So. Im Feld 90. Na, ob das sich das mit meinen Beobachtungen deckt? Hier habe ich 9 und da habe ich... Na, komm schon. 74. Na, nicht ganz. Oh, dann müssen wir wieder Schalen aufbereiten. Flügel, Pikmin? Na, sind wir zu dritt. Macht das Ding Stress? Scheinbar noch nicht. Das Gute bei den Pikmin ist ja, es wird dahin getragen, wo die meiste Anzahl der Pikmin sind. Das heißt, wenn es mehr rote sind, wird es zu dem roten getragen. Wenn es mehr lilane sind, wird es als lilanes gegolten. Ich hoffe, die vertragen sich. Ja, sehr gut. Körne? Wie sieht's bei dir aus? Nö, keine weiteren mehr. Da gibt es noch eine Information, die hole ich mir noch und dann sammle ich mal wieder alles ein. Ach, die Spinner schon wieder. Flügelpikmin sind geschickt im Kampf gegen fliegende Gegner. Ja, ist eigentlich auch logisch. So, was wollt ihr jetzt, ja? Die haben eine ziemlich gute Tarnung, muss ich sagen. Nur nicht gut genug. So, jetzt tragt es alles mal zur Basis. Und dann gehe ich jetzt nämlich selber mal zur Basis und schließe den Tag ab. Weil das Vieh da oben, darum kümmere ich mich beim nächsten Mal. Ich weiß nicht, was das wirklich drauf hat. Und außerdem brauche ich da Flügelpikmin. Von denen habe ich gerade keine mehr. War da noch eine Blume, die ich mitnehmen kann? Ja! Aber nicht wieder zu gierig werden, sonst wäre der Tag um und ich kann dagegen nichts tun und dann sterben wieder Pikmin. Alles einsammeln, Jungs. Auf zur Basis. Körnerchen. Zweimal Motivationsspray reicht auch aus. Wir haben fast ein drittes Mal voll. Das brauche ich jetzt auch nicht anfangen zu sammeln. Ah, da sammelt trotzdem noch einer Motivationsbären, fällt mir gerade auf. So, 2 gleich. So, alles rein damit, damit wir wissen, wie viele noch wirklich rumrennen.
So, sehr schön. Na, kommst du her. Im Feld 10. Ah, das sind die. Aber es sind ja nur 9. Ich sehe auf der Karte aber keinen mehr. Das heißt, ich werde mal schnell zurücklaufen. Und schauen, wer da so ist. Weil die anderen sind ja im Kreis sicher. Die Karte sagt... Ja, was sagt die Karte? Die Karte sagt, ich sehe keinen mehr. Eh nur noch 4 Sekunden. Hm. Will ich es einmal schaffen, irgendeinen Pinkman, sag ich mal, nicht zu verlieren? Ach, ich weiß, wo er ist. Ich weiß, wo er ist, aber es wird mir nicht mehr helfen. Ja, ich hab ihn noch. Wow. Das war mal knapp. Und überspringen, natürlich. Diesmal freue ich mich auf die Auswertung. Ich habe zwar 3 Pigmen in der Erde gelassen, aber die können ja über Nacht wachsen. Die werden ja erst angegriffen, wenn sie praktisch gepflückt wurden. Also von den Käfern der Nacht gefressen. Etwas Neues. Wachmacherknolle. Was haben wir noch so Schönes? Also gerade fällt mir das Spiel ein bisschen leichter. In den vorigen Leveln mit den Massengegnern hatte ich doch schon ein bisschen mehr zu kämpfen. Persaftdepot. Schöne Himbeeren. Hätte ich jetzt auch Lust drauf. Und vor allem wie viel Fruchtwasser da drin ist. Ist ja unglaublich. Sieht aber auch gut gemacht aus, sage ich mal, von der Grafik her. Bis auf das Blütenblatt, also der Stängel. Das ist nicht so hübsch gemacht. Aber das könnte man echt denken... Foto. So, die Kugelbeere auch noch rein. Und dann haben wir das eigentlich auch schon. Jetzt müsste gleich die Auswertung kommen. Ja, bitte nie. Komm, iss was. Ist das eigentlich die Einzige, die immer was isst? Die anderen müssen auch was essen, aber die geben nie eine Meldung ab. Unsere Vorräte müssten noch ein Weilchen...